Es ist kalt in Dark Souls. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir kommen zurück. Und ich werde... Ja, dieses Schild ist nett, aber ich mag dieses andere. Ja, ich habe es nur nicht genommen, weil wir sonst zu schwer sind. Ah, aber die Sense ist ja jetzt wieder weg, ne? Ja, das heißt, das geht wieder. So, wir können wieder unser dickes Schild nehmen, das ist auch eigentlich besser. So, dann gucke ich mal, wie ich jetzt hier durchkomme. Unser Cape hat sich, ja. Ja, das Cape geht so schön mit dem Wind mit, das ist cool. Hä, es ist cool. Ja. Ja. Bleib. Ich höre es auf jeden Fall hier grunzen und grummeln. Ja, und die Wölfe noch spawnen, ob da hier noch ein Megawolf ist. Ich hoffe doch nicht. Okay, da ist dann eins. Da ist einer dieser Wikingers. Nein! Irgendwie hat er gerade nicht gerollt. Ich dachte, er hat jetzt einen Special gemacht. Ach. Wie? Tot. Ich hab mich one-hitted. Du hast den Schlag vom Wolf und vom Wikinger, dessen schweren Hieb gleichzeitig abbekommen. Ich hätte erst den Wolf noch killen sollen, das Gebiet clearen. Das mache ich jetzt. Das machst du am besten jetzt. Ah, also ich werde ihn latschen. Naja, das mache ich schon. Ob der Wolf jetzt wieder lebt? Ich glaube nicht. Das hilft auf jeden Fall sehr in diesem Gebiet, weil hier wirklich alles zu stark ist. Ich geh wieder dahin. Ja, da rechts ist noch irgend so ein Wolf. Ich frag mich die ganze Zeit, ob da noch irgendwas versteckt sein könnte, aber naja, vielleicht auch nicht. Achso, da. Ja, aber nee, sieht nicht so aus, oder? Ist da noch ein Weg? Mal einfach. Weil das ist ja. Aha. Ach, geht's da wieder zurück? Ist das denn der Rückweg hoch zum Leuchtfeuer oder was? Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, heul doch nicht. Ah nee, da oben ist wirklich ein Item. Diese Bäume, die waren mir doch gleich unsympathisch. Da noch einer. Naja, wenn die da drin stecken, könnten sie eigentlich nichts tun, oder? Ich will's ja mal. Oh, 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 oh. Obacht! Ach, ich wollte eigentlich gucken, ob ein Wolf hinter mir herkommt. Ja. Tut es. Wow. Lasst mich! Okay, nicht die Wölfe angreifen. Blöde Idee. Hey, du hast es geschafft, die ganze Map zu pullen. Ja, das ist natürlich wunderbar. Was auch immer da oben ist, das Spiel will nicht, dass wir da hinkommen. Jetzt haben sie mich doch bestimmt wieder verloren, oder? Wo? Oh, sicher nicht. Hier riechen mich irgendwie, oder? Ich will nicht alle hierher locken. Im Ernst, wieso ist die Aggro-Range so groß? Können die nicht irgendwie, weiß ich, schwinden? Ich bin gar nicht hier. Die kommen nicht durch die Tür, Vorsicht, der Finger. Der Baum, lackt mich doch am Arsch. Du kannst doch einfach durchlaufen. Du musst sie nicht töten. Jetzt war's das, vermutlich. Lass mich in Ruhe. Im Ernst, du tust ihn doch nicht. Was ist denn los? So. Pass auf, das ganze Wolfsrudel kommt hinterher. Ich bin verwundbar. Jetzt renn ich! Ja, random Leuten Schwert in den Rücken stecken und dann wegrennen. Okay, da sitzt einer. So, hier bin ich erstmal. Ich meine, hier kann ich jetzt alle töten, die reinkommen. Mein Safe Spot.
safe. Ja, dann hat er mich von der Seite angegriffen. Ach, ich würde so gerne wissen, ob es eine begrenzte Anzahl Wölfe gibt. Das kann also, das ich meine, der Große ist tot. Ich versuche jetzt einfach mal alles zu clearen hinter mir, denn dann muss ich mich nur um das kümmern, was vor mir ist. Boah. Das wird lange dauern. Sag mal, welcher Drecksack hat sich dieses Gebiet ausgedacht? Das aber ist ja die Hölle. In den zweiten Teil der Map gehe ich mal, weil... also ja, gut, hier die Typen, weil die kommen ja sowieso nicht hinterher. Genau. Aber diese Wölfe nerven. Also Hunde waren in Dark Souls ja schon immer schlimm, aber dieses ganze Wolfsrudel, das ist ja der komplette Albtraum. Gut. Ich mache jetzt alle langsam und behutsam fertig. Ja, nur sobald du einen angreifst, lockt der halt alle anderen an. Ja, dann werde ich sie abschießen. Momentan das machen sie auch, wenn du sie abschießt. Sobald du einen angreifst, sind alle sauer. Schaffen sie? Ja. Sehr gut. Dann schleiche ich mich einfach vorbei. So, da wo kein Wolf schläft. Hier hinten. Da ist auch ein Wolf. Vielleicht kannst du... Naja, du kannst ihn leider nicht töten, bevor er heult. Seine Freunde kannst geholt, natürlich oder? Versuchen, alle Wölfe zu töten. Ach, du Scheiße, ist das. Ich sehe da bis jetzt halt nur drei und frag mich, wo kommt der Rest her? Wohin, wo eine Wand hinter mir ist. Und dann kann ich mich nach vorne fokussieren. Hier zum Beispiel. So. Okay, Leute. So, im Runden einen aus, muss man. So, ja. Einen weniger. Das typische Verhalten von Hunden in Dark Souls. Noch einer weniger. Und der ist auch weg. Super. Sind denn jetzt alle Wölfe tot? Denn ich meine, die haben doch alle geholt. Und ich habe alle getötet. Ja. Die müssten jetzt endlich doch mal alle tot sein. Wenn ja, würde ich jetzt mal da oben gucken, wo ich eben gestört wurde. Wenn hinter mir alles sicher ist, dann kann ich auch besser spielen, weil... Da kann ich mich nach vorne fokussieren. Keine Ahnung, was das bringt, sich zu töten, oder ob das einfach nur... Jetzt töten sie einfach mal. Bin ich ganz sicher, dann ist hinter mir nämlich alles clear. Ja, nicht, dass du wegrennst, sondern an so einen Baum rempelst und plötzlich tötet er dich. Das wäre ja... Das wäre ja blöd. Ich würde dir sagen, die holst du dir einzeln. Ja. Die lassen sich einzeln holen. Ich glaube, das lassen sie. Die lassen dich sogar fast einzeln töten. So, der hätte fast den anderen getroffen. Der kommt ja jetzt zu mir. Ja. Mal ein bisschen weiter nach unten. Machen wir mal so. Mhm. Herrlich, das ist so schön professionell. Ja, ich gehe einfach mal behutsam an die Sache ran, weil ich krieg das eigentlich nicht anders hin. Vorsicht, das ist ein Schütze, der wirft. Schild hoch! No problem. Wenn er sieht, dass er mich nicht trifft, wird er aggressiv. Wird er nicht. Na gut. Ja, beim Scharfschützen-Battle gegen Captain Badleftpool kannst du nicht gewinnen, das geht gar nicht. Da zieht man immer den Kürzeren. Da ist noch einer. Einer sitzt da noch. Aber ich weiß nicht, ob hinter dem noch was ist, also position soll noch. Denkst du? Tja. Muss ja früher aufstehen. Keine Chance.
Da ist er! Ja. Vorsicht, der Spitzfeuer. Kann er ruhig machen. Soll mich hier weiter stören. Okay. Ja. Ja. Da ist ein Item. Das sind die Typen unten hinter dem Item, hab ich die schon gedacht. Aggro geworden sind. Ah, ja. Was willst du denn? Ich muss die nicht töten, aber mach ich auch nicht. Ich muss dich nicht töten, aber auch nicht. Ich wollte es eigentlich erst, aber als ich gemerkt habe, das hat nicht so easy geklappt. Da habe ich einfach gelassen. Bevor ich mich hier noch weiter zum Affen mache. Okay. Gut, die Wölfe sind tot. Hier ist alles clear. Das finde ich sehr gut. Jetzt kann ich die Gegend noch weiter absuchen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Die Wölfe sind tot, alle. Das finde ich sehr gut. Ja, ja. Die Wölfe sind tot. Ah, okay, die weichen aber sehr gut von den Schüssen aus. Das war super. So, das hat Leichnam geklappt. Bin. Der hat eine Moosfrucht, Nom, wo er diesen versteckt gehabt. Keine Ahnung. Die hilft doch garantiert gegen Kälte, oder? Ich falle ich nicht rein. Da ist eine Nachricht. Wenn du diese Nachricht lesen kannst, haben dich die Wölfe gleich besucht. Versuch. Springen, kurz gesagt, lass erscheinen Abkürzung. Ach, da kann man wahrscheinlich irgendwie drauf glitschen oder sowas. Wow! Den vor. Hin! Hin! Warum denn weg? Weil das waren zu viele. Ja, ich. Wenn ich so einen Schützen sehe, denke ich mir mal schnell ausschalten, weißt du? Nee, ich mach das hier nicht. Ich mache hier nichts mehr schnell. Die Wölfe locke ich jetzt in dieser eine Ecke. Weil ich bin nie sicher. Eins. Zwei. Wo ist der dritte? Da. Drei. So, die Wölfe sind weg und jetzt hole ich mir den Typen. Da kann ich gleich wieder zurück, ich weiß es nicht. Das sind denn diese Bäume, die sich bewegen. Ja. Aber da kann man irgendwie so lustig drauf glitschen, ist ja lustig. Ne? Dieser Baum lebt und schmeißt Feuer. Ausweichen, vielleicht durchrollen. Ja. Oder so. Ja, wenn ich so früh rolle, verfolgen die mich ja noch weiter, denke ich. Willst du wieder da lustig hochglitschen? Ja, ich hol mir den jetzt. Du bist schon zu weit, dann musst du nach links. Das weiß ich. Wo hier war das noch? Oder da vorne? Keine Ahnung. Ne, war ich gar nicht so weit. Das sah aber so aus, weil du so schön im Weg gefolgt bist. Ja klar, beim ersten Mal klappt es natürlich. Weiter nach links vielleicht ziehen? Ja, ich glaube auch. Viel weiter nach links zielen. Hä? Wie hat denn das beim ersten Mal geklappt, verdammt? Nicht schräg laufen, straight drauf zu. So wie beim ersten Mal. Was? Straight drauf? Ja, so. Ja. Keine Ahnung. Hä? Früher springen oder später springen oder? Ich glaube, ein bisschen später. Wie hat das beim ersten Mal geklappt? Jetzt würde ich gerne nochmal die auf. Jetzt hat! Okay. Wow. Ach, da war der Schütze. Ich hab den. Ich dachte, hab jetzt den vorne fokussiert gehabt. Ich dachte, du hast wenigstens das spannende Bogensgeräusch gehört. Ja, aber ich bin nicht gesehen, dass der war. Wow! Der erwischt mich. Wenn du ihn sehen kannst, kann er dich treffen. Weiß ich mal, jetzt folgendes. Snipe ihn doch einfach weg. Genau. Das wollte ich jetzt. Genauso wie sein Kumpel. Gut, die treffen dich nicht, aber den schützen. Oh, doch, da. Blau. Du wirst mich nicht treffen. Ich würde gerne in den Nahkampf gehen. Aber, Alter.
Angenommen, du machst dich unsichtbar und hüpfst dich dann da hoch. Ja, das war eben auch so ein Gedanke, als ich ihn da so schön gesehen habe. So, jetzt dürfte ich doch eigentlich safe sein. Und los. Jetzt anschleichen und wegstecken. Also das ist egal. Mach's kaputt. Der andere rafft's nicht mal. Jetzt hol dein Hammer raus, okay. Ich bin lieber im Nahkampf. Dann weg. Wow. Wow. Wieder so ein getroffen hat. Ich glaube, der hat, war ich so nah dran. Wow. Vorsicht, Feuerspucken. Also man hat einfach keine Sekunde Ruhe hier. Was soll denn das? So, jetzt endlich können wir einsammeln. Kleine Scherbe. Ein was? Egal. Mach bloß den Bogen. Ich hab's auch nicht gelesen. Ein neuer Bogen. Also ich mag ja Bögen. Mal wieder. Die Backstabben. Ist neben eingefroren. Ah ja, dann. Okay. Nicht alle davon sind scheinbar lebendig. Na okay. Okay. Jetzt bin ich hier, was das bringt mir das? Noch zwei von diesen. Der lebt garantiert? Oder? Der ist doch bestimmt lebendig. Nicht, ja. Okay. Aber die zwei mit dem Feuer da hinten. Ich glaube, daran erkenne ich auch zu leben. Ja, manche davon schmeißen Feuer, manche davon machen Eis. Jeden Fall ein schöner neuer wow. Gegnertyp. Nicht die Hunde, nicht Wölfe. Die Hunde. Wölfe. Na, ich krieg. Ist doch. Da ja, lauf ich dir erstmal wieder nach unten, wo ich mich sicher fühle. Oh, die Feuerdinger verfolgen mich. Mal auf. So, deiner ist noch da, glaube ich. Ja, rechts. Das Spiel denkt mal wieder, es ist zu leicht. Ist einfach zu leicht. Na schön, Dark Souls nach meinem Geschmack. Endlich mal passiert hier was. Ja, ja, endlich ist mal Schwierigkeitsgraderhöhung und so, ne? Ich finde das nicht schlecht. Ich find's auch gut, ja. Das hat was. Wow. Die habe ich dir gleich gerade vergessen. Gut, dann da so, der Baum. Noch. Den Baum und dann habe ich erstmal das geklärt. Da hinten ist auch ein Baum. Siehst du, der lebt, aber der macht Eis. Eis. Mein Gott. Ich mag Eis. Fressack. So. Was ich das macht Frost ist. Warte einfach mal, ich bin fertig. Ah ja. Ja. Oh. Ah ja. Nein, bitte nicht. Okay, hinten, von hinten besiegen. Da kann sie mich nicht packen. Das ist aber auch eine zähe Gegend. Die ist aber auch wirklich wie so ein Alter. Langsam ich auch nur vorangekommen bin. Und, aber das war die sicherste Methode. Dann muss ich das nochmal machen. Für den Weg da oben kann ich konnte ignorieren, weißt du den da? Den Rest müsste ich schon so machen. Du kannst dich natürlich auch unsichtbar an den Wölfen vorbeirennen, sie nicht angreifen, ich den Weg hochglitschen. Nicht, dass die Wölfe nochmal kommen. Weil die Wölfe können da nicht hochglitschen. Ich muss mal gucken, ob ich das so bekomme. Ja, glaube ich, der da hinten und dann noch das Rudel hier vorne. Dass, wenn ich den da hinten erledige, kann ich eigentlich die Wölfe wieder so wie eben erledigen. Oder wenn ich ihn töte, bevor er heult. Ich glaube, der heult auch während er stirbt. Ja. Hier wieder meine Ecke. Oh. Dammit. Also das Gebiet nervt wirklich total. Gar nicht. Oh, wie viel sind denn das? Ein bisschen unterschätzt. Ja. Meine
Ausdauer ist ein bisschen knapp. Jetzt gehe ich gerne wieder in die Ecke. Da sind noch ein paar Rohren, das ist auch schön. Okay, den habe ich. Habe ich. Will hier weg. Deine Ausdauer. Ja, das ist echt schlimm. Den habe ich. Und den will ich auch noch. Meine Ausdauer wieder. Komm her. Wow, und den. Oh, das ist Feuer. Passiert aber immer was. Ist nie langweilig hier, diesen Wald. Wald. So, da hinten sind noch welche. Die damage ich schon mal jetzt so ein bisschen. Aber das hätte ich nicht hinkriegen. Oder doch? Cool. Okay, den Baum habe ich unterschätzt, weil die haben bisher nicht wirklich was gerobbt. Also dachte ich mir, komm, weißt du. Naja, ich dachte mir schon, dass die dich packen können. Wo die Typen jetzt wieder? Ja, die spawnen also. Dann mache ich es wie eben. Das hat ja gut funktioniert. Anschleichen die Wölfe und die Wölfe wegschlitzen. Kannst du wegmachen. Verdammt, ich weiß nicht. Oder? Gerne die Wölfe erstmal alleine. Zwei sind es noch. Jetzt wie eben. Irgendwo ist noch zwei. Wo kommen die denn her? Noch drei. Ach, das sind die anderen drei, die oben von diesem Baum da noch. Nein, ich will hier weg. Ich würde gerne einen Heiltrank finden. Macht das nicht. Ja, ich muss ja auch ein bisschen ein paar Meter zwischen mich und die Wölfe bringen. Okay. Das ist ja ein Gebiet, du liebe Güte. Also meine Strategie mit den Wölfen ist irgendwo hingehen, wo hinter dir eine Wand ist und dann recht schnell töten. Ja, schnell einzeln töten. Vorsicht, da ist Typ. Ja. Ich bin ja gar nicht hier. Tja, ich bin nicht da. Der andere Typ, der ist schon tot, glaube ich. Oder weggelaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt nur noch der da. Wow! Ja, jetzt hänge ich ja noch am Baum! Wow! Boah, ich weiß nicht, wo sein Bruder ist. Nein, nicht das Feuer! Wen hab ich jetzt gepult? Niemand. Oh. Du bist jetzt nur runtergefallen. Ja, ich springe euch wieder hoch. Kommt der? Vielleicht kannst du von hier wegschießen. Jetzt, wo er seinen Bogen nicht mehr benutzt, ist ein Nachteil. Gleich. Ist dein Bruder echt tot? Er ist weg. Ich glaube nicht, dass er tot ist, aber weg ist er. Auf jeden Fall lassen sie auch immer Scherben fallen. Aber das ist wirklich. Also mit dem Feuer ist gar nicht so schlimm. Das Gefrieren ist viel schlimmer, finde ich.
Also auch bei den Bäumen Obacht. Obwohl ich weiß nicht, ob die nicht aufpacken können, die Feuertypen. Feuerbäume. Ich glaub nicht. Aber die Eisbäume können es auf jeden Fall. Ich will jetzt mir ganz schnell die. Achso, das waren die Bäume, wir sind ja schon. Feuer kommt. Ich glaube, es macht viel mehr Schaden oder macht überhaupt so richtig schlimm Schaden, wenn du von denen allen gleichzeitig getroffen wirst. Wow, die können das alle! Die können das abwechseln oder was? Sich aussuchen, was Eis- und Feuerschaden zu machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall solltest du dich heilen. Achso, ja. Das sind also keine verschiedenen Bäume, das sind gleichen. Das sind Bäume. Und Spell aussuchen können. Solltest du hinne machen und sie töten? Nein! Können die sich drehen, frage ich mich. Wenn nein, dann sollte man die immer von hinten angreifen. Ja, ich glaube, die können sich nicht drehen. Yeah. Wow. Da ist noch ein Feuerbaum. Hier. Ah, ja. Vielleicht den zuerst. Ja. Okay, sie können sich drehen. So, und ist noch ein Eisbaum. Und die können sie auch bewegen, lol. Aber nicht so weit, glaube ich. Oder? Scheiße, der hat mich noch nicht gekillt. Da, jetzt hat er es wieder versucht. So, jetzt ist das Gebiet doch erstmal sicher. Das ist echt gar nicht gut für die Nerven. Ich weiß nicht, ob man, wahrscheinlich schon, kommt man schneller auch hier voran, aber ich bin da nicht so gut drin und wenn ich sterbe, dann dauert das ziemlich lange. Ja. Aber na gut. Gut, da hinten geht's direkt zu dem Tor. Jetzt sind wir quasi so eine Runde da. Ohne, dass man durch die ganzen Wikinger muss. Aber der Weg ist auch nicht leicht. Er ist vielleicht leicht her, aber leicht ist er deswegen immer noch nicht. So, auf den Turm. Keine Ahnung, du hast es noch nicht geschafft, nach oben zu kommen. Ich mach mal das. Ja, da sneaken wir uns mal schnell rein. Da geht's da noch weiter dann? Keine Ahnung. Ja, sieht so aus. Ja. Ich nehme erstmal den Turm an, vielleicht kriegen wir da einen Überblick von der Map her. Das wäre klasse. Der Judy sieht tot aus. Ziemlich tot, wenn man gehört. Ja. Oh, der hat ein Item. Schön. Und das klingt, als wäre hier irgendwas Unschönes drin. Und ich höre es funkeln. Ja, meinst du es oben? Ja, bestimmt. Boah, sehe ich schon daneben den Turm. Okay. Jo, auf mich. Vielleicht kannst du noch auf den Kopf springen? Nee. Er will wohl nicht. Doch, doch, warte, warte, gleich, gleich, jetzt. Nimm's mal, komm, spring ich nicht. Okay. Dammit. Diese Typen sind hart. Funkelt es immer noch? Wahrscheinlich ist das Vieh schon weg. Ne, es funkelt immer noch. Das Vieh verschwindet erst, wenn du es siehst. Ich höre es gar nicht mehr. Ich höre es funkeln. Ah ja. Ich glaube, es ist hinter dem Turm. Ist ja auch egal, sonst lädt man das Gebiet einfach neu. Typen spawnen davon ja nicht. Das war.
Da geht's mal weiter nach oben. Für den schönen Ausblick, eventuell. Alle tot. Gut, dann das. Da. Gut, das heißt, von da oben kommen wir, können ja wieder die Treppenstufen runterlaufen. Wenn wir nicht von was das da oder so überrascht werden. Wenn du ihn backsteppst, schaffst du es, ihn da runter zu kicken. Oder so. Lebt er? Ach, er ist tot. Hast du genug Schaden gemacht, ein Glück. Ich hab Lakons bekommen. Oh, weißt du was? Was? Mit dieser netten Aussicht läute ich mal meine Glocke und würde sagen, damit läuten wir das Ende ein. Genau, den Rest kannst du dann erkunden. Okay. Viel Spaß wünsche ich dir. Oh, danke, werde ich haben. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.